Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses schicke Lager umgebaut und in dieser Folge werden wir uns einen neuen Auftrag widmen und zwar Vivien und Gerard. Die haben sich nämlich eine schöne Cocktailbar mit zusätzlicher Wohnung gekauft und die befinden sich in der obersten Etage und da werden wir auf jeden Fall heute weitermachen und werden ein neues Gebäude renovieren. Wir sind hier neben dem Auftrag hier von ein neues Kapitel, das haben wir uns schon angeguckt, Gerard und Vivien, ja, werden wir mal sehen, wie das Ganze denn auch aussehen wird, ne? Das muss hier wohl die jeweilige Ressource gewesen sein. Und vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Das mit dem Grünzeug fandet ihr halt auch nicht so ganz cool an den Wänden. Ja, Kunde ist halt König, habt ihr auch geschrieben. Und deswegen mussten wir uns da, ja, ich sag mal, wohl oder übel ein wenig anpassen. Meine Freundin lebte im Apartment next door. Sie moved out a while ago, but she still has fond memories of this place. Now, since her birthday is coming up, I decided to surprise her. I need you to fix this place up, turn it into a really fancy apartment. I'm ready to spend an obscene amount of money on this. She won't know if you skimp on the building materials, but I will, so don't. Give me a call when you're done. So, Geburtstagsgeschenk soll's werden. Two in one. So, zwei in einem ist auf jeden Fall der Auftrag. Ich finde das mit der Storyline auf jeden Fall sehr cool, fandet ihr auch. Und das hier ist wohl der Bereich. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Ach du Heiland, guck dich das mal an hier. So sieht das Ganze aus. So, guck mal, ein altes Bad haben wir hier. Ach, mit jeder Menge Müll. Mit einer angrenzenden Wohnung, so wie das aussieht. Und das müssen wir dann hier soweit ready machen. Hier haben wir die alte Cocktailbar. Ne? Wurde ordentlich gefeiert. Und müssen den ganzen Spaß jetzt hier so ein bisschen renovieren. Wir haben hier noch ein ultramodernes Bad. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ah, das war wohl die Küche. Dann haben wir hier noch den Bereich zur Cocktailbar. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt einfach erstmal hier ein bisschen auf und machen hier erstmal ein bisschen sauber, bevor wir hier überhaupt weitermachen können. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Wir werden hier immer mal wieder reingucken. Wir hatten jetzt zwei Tage Gas Station. Heute gibt es wieder mal ein bisschen was anderes. Foundation kommt auch wieder. Das werde ich dann hier nach dann aufnehmen. Und ansonsten habe ich noch eine Festplatte gewechselt. Denn ich habe gemerkt, dass hier eine Festplatte, die ich drin hatte, irgendwie bei den Aufnahmen für den einen oder anderen Ruckler gesorgt hat. Ne? Wenn es so war, große Sorry dafür. Aber Fehler habe ich gefunden. Was ist das denn hier? So, machen wir mal zu hier. Ach, guck mal, wie viel Müll wir hier haben. Ach du Heiland. Guckt euch das mal an hier. Die Bar muss, glaube ich, auch komplett weg, ne? Oder wir finden eine offene Küche. Das kann natürlich auch sein. Steht natürlich alles immer rechts. Aber wir müssen erstmal hier die ganzen Geschichten entsorgen. Alles, was so mit der Bar zu tun hat, kommt weg. Alles weg, was keine Miete zahlt, wie ich immer so schön sage. Die ganzen Flaschen hier. So, was haben wir hier noch Schönes? Das kommt auch weg. Die müssen, glaube ich, auch komplett weg, ne? Jo. Können wir uns das ein bisschen einfacher machen. Die Tische weg hier, die Kaffeemaschinen. Erstmal alles hier wie weg. So, jetzt bin ich wieder hier mit der falschen Tastenkombination aus Gas Station, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auch mal andere Spiele gespielt habt, dass das Ganze immer ein bisschen schwierig ist dann wieder mit der Umstellung. So, das kommt, glaube ich, auch weg hier, ne? Das brauchen wir auch nicht. Die Stühle kommen weg. Erstmal alles raus hier. So, der Kamin finde ich persönlich ganz cool. Ne, die alte Sitzecke hier, auch alles weg. Die alten Polstermöbel, ein bisschen ranzig. Ne, die ganzen Spiegel, die Klimaanlage bleibt. Sehr gut. Zerbrochene Spiegel haben wir ja auch. Die Lampen müssen auch alle weg. Dann die Schilder und so weiter und so fort. Können wir auch mal ein bisschen hier die Taschenlampe noch anmachen. Die Spots bleiben auch. Oh, der Kamin kommt weg. Das finde ich eigentlich persönlich schade. Fand ich eigentlich ganz cool. Die Wandgemälde kommen weg. Die Türen kommen weg. Also hier wird richtig umgebaut. Das muss auch weg. Das muss weg. Ach du Heiland. Guck mal hier, was wir hier noch alles aufzuräumen haben. Ne? Die Lampe bleibt. Okay. Toilettenschild kommt weg wahrscheinlich. Das kommt weg. Das kommt weg. Toilette bleibt auch. Okay.
Ich hätte da eine neue Toilette reingesetzt. Aber ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Ne? So, hier haben wir natürlich noch zerbrochenes Glas. Das muss auch noch weg. Verschmutzung haben wir weg. Dann das schicke Bild hier. Weil die Gitarren könnte man noch irgendwie gewinnbringend verkaufen. Das machen wir natürlich auch. So, die alten ranzigen Möbel müssen weg. So, gehen wir mal raus hier. Sehr schön. Ah, der Ausblick, ne? Schön auf dem Plattenbau. Kommt ein bisschen so vor wie auf Malle. Aber der Blick, der entschädigt. Guck mal da hinten. Vielleicht müssen wir das da hinten irgendwann auch nochmal machen. Wäre natürlich geil, ne? Aber der Ausblick hier, guck mal, das ist das Schiff, was wir zu Beginn mal irgendwann gemacht haben. Und ja, geht's weiter hier. Die Terrasse muss auch gesäubert werden. Müll muss weg, muss geputzt werden, muss gewischt werden. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir dann dort alles noch so hier schön einrichten. Man ist natürlich bei den Aufträgen immer so ein bisschen quasi hier an die Aufträge so ein bisschen gebunden. Ne? Man muss da so ein bisschen gucken, dass das Ganze dann auch soweit passt. Es wurde auch geschrieben, ob es das DLC auch für die Konsolen gibt. Ne, gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich weiß auch nicht, ob das noch kommt für die Konsolen. Da bin ich leider ein wenig überfragt. Also zum jetzigen Stand gibt es, glaube ich, nur zwei DLCs für den PC aktuell. Ich glaube, die Türen müssen auch alle raus, ne? Ja. Die Türen sind halt auch nicht schick. Die Tür muss auch raus. Die Schilder müssen alle weg. Die Tür muss weg. Ja, und hier verkaufen wir halt auch wieder alles, ne? Guck mal, wie dreckig und speckig das ist. Okay. Den kleinen Plüschhasen behalten wir. Oh Gott. Guck mal hier. Omas Gardinen. Da muss auch alles weg hier. Wir hören hier irgendwo ein bisschen Wasser, ne? Oh, die Heizung leckt. Die müssen wir auch nochmal reparieren. Oh, ein alter BH. Die müssen wir gleich erstmal versorgen hier. So, das muss weg. Die Heizung müssen wir reparieren. Das bleibt auch da, okay. Der alte Kühlschrank muss weg. Oh, lecker hier, guck mal. Viele leckere Sachen, die wir haben. Prinzip ist halt immer das Gleiche. Wir räumen irgendwas auf und machen irgendwas fertig und richten das dann nach den Wünschen der Kunden ein. Guck mal, die alten. Ach du Scheiße. Ganz schön ranzig hier. So, der Lichtschalter kommt auch weg. Dann das Pinboard hier. Das bleibt. Notizbuch. Ja, ist mit dem Wasserstand. Und den, der kommt hier auch nicht weg. So, die alte ranzige Lampe kommt weg. Dann haben wir noch das alte Bad. Das werden wir wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen renovieren müssen. Das bleibt. Das bleibt auch. Das bleibt auch. Handtuchhalter, die Hosen. Schön Tiger-Tangas kommen auch weg. Das bleibt auch. Okay. Okay, das Bad scheint so zu bleiben. Das bleibt auch. Gucken wir mal weiter hier. Was haben wir noch für Räume? Da haben wir schon alles weg. Hier haben wir auch alles weg. Müssen wir, glaube ich, hier noch in der Küche den ganzen Spaß aufräumen. Dann einmal feucht durchwischen. Und dann gucken wir mal. Ach, die alten ranzigen Töpfe, ne? Kühlschrank. Bam. So, also Platz hätte man hier auf jeden Fall genug. Teller verkaufen. Messer weg. Komm. Ach, der Wegwerfsimulator, ne? Wer kennt ihn nicht? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden hier auf jeden Fall immer mal wieder reingucken in dem Spiel. Bei Gas Station sind wir dann irgendwann auch bald durch, weil ich glaube, da gibt es erstmal keine neuen Inhalte. Ansonsten gucken wir einfach mal, ne, was wir hier noch so schön spielen werden. So, die Lampen, die bleiben hier auch. So, räume den Müll auf. Noch irgendwo? Ach, guck mal, hier sind noch alte Glasscherben. Das haben wir erledigt. Dann können wir... Ach, die falsche Taste gedrückt. Ist nämlich hier die rechte Maustaste. Jetzt werden wir hier einmal durchwischen. Den Schmutz beseitigen. Hier auch nochmal feucht durchwischen. Zerstöre die Wände. Baue die Wände. Hier der alte Teppich. Ja gut, das sieht dann gleich wieder so aus. Ich glaube, wir sollten gleich mal das Leck hier ein bisschen beheben an der Heizung. Das machen wir mal eben kurz. Zack, das Ventil hier dran. Einmal anbauen. Und dann haben wir
das Problem schon mal beseitigt. Wir wischen hier einmal kurz mit dem Wischmopp. Sehr schön. Also hier haben wir schon mal alles ready. Dann müssen wir hier natürlich noch die Verschmutzung reinigen. Wir haben hier den Boden noch ein bisschen dreckig. Sehr gut. Hier auch nochmal. Jetzt werden da wahrscheinlich mehrere Räume werden. So, hier sind wir fertig. Dann müssen wir, glaube ich, noch auf die Terrasse. Dann müssen wir auch nochmal ein bisschen die Terrasse reinlegen. Das machen wir natürlich mit dem Wasserstrahl, wie es gehört. Wer kennt es nicht? Reinige die Verschmutzung. Ich finde es schade, dass man die Terrasse nicht ausbaut. Also da ist echt Potenzial verschenkt worden. Das ist meine Meinung. Ändern Sie die Räume. So, Vorschlaghammer. Here we go. Wir gucken mal. Also, hier muss auf jeden Fall was gebaut werden. Und hier muss was eingehauen werden, ne? Irgendwie hier so ein Durchbruch. Hier wird, glaube ich, zugebaut. Das wird zugemacht. Ich guck mal kurz, ob das korrekt ist. Ach, da oben müssen wir erstmal hier die Kante entfernen, ne? So, immer weg damit. Zack. Jo, das wird dann grün. Das heißt, wir lassen den Vorschlaghammer mal wieder ein bisschen kreisen. Da vorne muss der Spaß auch weg. Also sprich, der Durchgang hier muss auch beseitigt werden. Sehr gut. Zack. Dann müssen wir hier noch ein bisschen was entfernen. Das gestaltet auch ein bisschen offener. Sehr gut. Und hier wird eine Wand gezogen wahrscheinlich, ne? Mhm. Die Wand muss auch weg. Jo. Da machen wir einen Durchbruch. Zack. So, da oben müssen wir auch mal gegenkloppen hier, damit das hier oben halt auch wegfällt. Sehr schön, da unten auch nochmal. Also hier wird komplett umgebaut, ne? So, das haben wir auch fertig. Dann müssen wir hier... Ich guck mal, das wäre der andere Raum hier, ne? Die Wand muss auch weg. Das heißt, ein offeneres Bad, was wir hier bauen. Sehr schön, das haben wir auch beseitigt. Müssen wir sonst noch irgendwelche baulichen Maßnahmen quasi hier machen? Nö, ne, das sollte, glaube ich, alles passen soweit, ne? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das haben wir gemacht. Da werden wir jetzt hier noch ein paar Wände ziehen. Hier wird, glaube ich, zugemauert, ne? Oder bleibt der Eingang? Ne, der muss zu. Ach, wieder falsche Taste, Mann. Ohne Wand, genau, 1 von 4. Das muss zugemauert werden. Sehr schön. Bam. So, das haben wir fertig. Hier wird auch zugemauert. Komplett. Tipptopp. Und hier muss... da auch zugemauert werden. Da kommt da eine Tür rein. Nee, da kommt, glaube ich, eine Tür rein, ne? Stimmt. Hier haben wir offen gekloppt. Hier muss eine halbe Wand rein. Wenn ich mich da jetzt recht... Jo. Das passt, glaube ich, soweit. Neue Fertigkeit. Oh, wir haben eine neue Fertigkeit freigeschaltet. Gucken wir uns das mal an. Und zwar können wir jetzt noch schneller bauen oder... Ich würde sagen, schneller bauen. Sehr cool. So, dann haben wir den Rohbau hier soweit fertig. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier wieder individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Hier liegt noch irgendwas rum. Das können wir mal beiseite packen. Ach. So. Packen wir das mal. Können wir das hier oben drauf packen? Nee, ne? Doch, guck mal. Das können wir erstmal beiseite legen. Beziehungsweise wir könnten... Ah, den ganzen Spaß restaurieren, ne? Guck mal, das machen wir jetzt mal.
Sehr schön. Q wenden. Und dann schleifen wir den ganzen Spaß mal ab hier. Ich finde die Restaurationsarbeiten auch mal sehr geil. So, nächster Schritt. Einmal ein bisschen reinigen den ganzen Spaß hier. Das hätten wir auch. Und dann können wir das jetzt hier in dem Samtbrot, glaube ich, auftragen. Ne? Oh, schön. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Tipptopp. Sehr gut. Ich würde sagen, Fortschritt. Kuwen. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ah ja, okay. Wir müssen jetzt noch die Beine abschleifen. Und vielleicht vorher machen sollen. Ah, finde ich gut, dass sie dieses Element hier auch mit reingenommen haben. Ne? Finde ich persönlich sehr cool. Schleifen. Haben wir noch so ein paar Ecken hier, die wir noch ein bisschen verbessern müssen. Ist das jetzt hier falsch? Hm. Schleifen. Haben wir doch. Können wir das jetzt hier noch drehen oder so? Habe ich da irgendwas vergessen jetzt? Was haben wir hier? Ich habe noch einen Hocker, sehr stabile Erinnerungen. Genau, da können auch Menschen drauf sitzen, richtig. Wenn ich jetzt auf Abbrechen gehe, da geht der Fortschritt vor. Ah, warte mal. Ah, wir können hier. Lol. Wir können mit der rechten Maustaste natürlich noch drehen, ne? So, jetzt haben wir das auch fertig. Dann können wir das jetzt hier in diesem. Ich würde sagen, in diesem europäischen Ahnhorn-Stil. Ah, doch. Sieht gut aus. Sehr schön. Ich finde die Restaurationsarbeiten auf jeden Fall cool. So. Alles wieder hergestellt. Dann würde ich sagen, die Aufgabe haben wir jetzt erstmal erfüllt, ne? Und da ist der Stuhl im neuen Glanz. Das Ganze werden wir jetzt hier auch noch restaurieren. Wir können das Ganze wenden, können das hier machen, können es da machen. Das heißt, wir schleifen jetzt hier erstmal wieder alles ab. Machen hier erstmal wieder alles sauber. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Tippitoppi. Das Hauptteil würde ich vielleicht hier so in der hellen Farbe machen. Sehr gut. Drehen wir das nochmal. So, dann haben wir das auch fertig. Dann nehmen wir mal das Hauptteil hier. Oh, das müssen wir auseinanderbauen. Jetzt erst einmal komplett abgeschleift. Der Spiegel. Tipptopp. Wenden wir das Ganze mal. Von hinten muss das natürlich auch wieder schön aussehen. Sehr gut. Das würde ich vielleicht ein bisschen absetzen mit diesen dunkleren. Ist natürlich stark vereinfacht hier, diese Minigames, ne? So, wir wenden mal. Aber sieht so ganz schick aus. Sehr schön. Cool. Dann muss natürlich die Tischplatte, die machen wir auch in diesem dunklen Ton. Erstmal wieder abschleifen. Wenden das Ganze. So. Tipptopp. So, das machen wir auch in diesem braunen Ton.
tippitoppi. Finden wir den Kram mal. Da könnt ihr einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Das geht ganz gut. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Jetzt brauchen wir noch die Unterteile. Also sprich die Beinchen. Jetzt raus. Kann man die noch ein bisschen mehr rauszoomen? Ja, das geht nicht so ganz. So, das müssen wir natürlich auch wieder abschleifen. Die Beine. Sehr cool. Ah, man kann mit A und D die Beine wechseln. Okay, gut. Deswegen auch die Kameraführung so ein bisschen komisch. Aber wir kriegen es einigermaßen hin, ne? Machen wir hier auch schon mal ein bisschen. So, das haben wir auch fertig. Und das werden wir auch in diesen dunklen Farben machen. Können wir gleich mehrere Schritte auf einmal machen, ne? Sehr cool. So, jetzt gucken wir uns das mal hier so an. Und irgendwann, wenn er einen gewissen Triggerpunkt erreicht hat, füllt er das automatisch auf, ne? So, dann haben wir das auch fertig, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier noch das Hauptkonstrukt, das müssen wir natürlich auch wieder abschleifen. Und so restaurieren wir den schönen hier, ne? Den schönen alten Tisch hier. Den alten Schminktisch. Sehr cool, den machen wir auch wieder in der Farbe. Ich finde die Farbe ganz gut. Hätte, glaube ich, die Schubladen auch in der Farbe machen sollen. Man hätte natürlich ein bisschen mehr Farbvariation nehmen können, aber... Ah, weiß ich nicht. Wenn ihr einen Auftrag auch gemacht habt, schreibt mal rein, in welche Farbkombination ihr genommen habt, ne? So, guck mal. Die alten Schubladen brauchen wir auch noch. Die müssen auch noch komplett abgeschliffen werden. Die drehen wir mal eben kurz hier. Die könnten wir vielleicht wieder in diesen hellen Ton machen, ne? So, die machen wir in dem. Für den Kontrast so ein bisschen, ne? Sieht ein bisschen Holzoptik aus, ein bisschen naturell das Ganze. Und das macht das Ganze dann vielleicht ein bisschen schöner. Ja, doch, das geht. Kann man so lassen. So. Das haben wir dann auch noch fertig. Hier hinten noch die Fronten. Und dann machen wir den Spaß hier auch noch fertig. Sehr gut. So, die Front auch nochmal. Und dann auch hier wieder der helle Farbton, ne? Ja gut, Leute. Der Spiegel muss auch noch gemacht werden. Der wird ausgetauscht. Und dann, denke ich, sind wir hiermit soweit fertig, ne? So, restauriert haben wir es. Sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ja. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute dann erstmal gewesen sein hier mit der ersten Folge. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne ein Däumchen da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.